Bis 2030 sollen die Hälfte aller Mercedes-Neuwagen einen Elektroantrieb haben. Nach den Limousinen kommen jetzt die SUV. Aber was ist eigentlich mit den Kombis? Porsche hat beim Taycan immerhin einen Shooting Brake. Und genau den würden wir auch gerne beim EQE sehen. Unser Zeichner hat sich mal an den Computer gesetzt. Bis zur B-Säule würden wir keine großen Überraschungen erleben. Die Seitenansicht dürfte vom bereits bekannten One-Bow-Design geprägt sein. Die Dachlinie hält sich aber etwas höher als bei der Limousine, um mehr Platz im Gepäckabteil zu schaffen. Bei der Länge würde sich dagegen gar nicht so viel tun. Die Limousine ist 4,95 Meter lang und ein möglicher Kombi wäre gar nicht viel länger. Im Heck dürfte sich die durchgezogene Rückleuchte finden. An der Heckscheibe ein großer Dachkanten-Spoiler-Thron. Bei den Motoren bleibt es bei 292 PS und in der sportlicheren AMG-Variante bei 476 PS. Auch der 90,6 Kilowattstunden große Akku würde bleiben. Die Reichweite könnte bei etwa 650 Kilometern laut WLTP liegen. Preislich startet die Limousine bei 70.626 Euro. Der Shooting Brake dürfte etwas teurer werden.